So, nachdem wir letzte Folge einen Steinblock verschwendet haben, mal wieder, gucken wir uns einfach da um. Wir haben ja noch eine ganze Ecke hier zu erforschen, wie es scheint. Und kommt mir das nur so vor, oder sind fast alle Dungeons vom der Farbe her aus Pink auf der Karte? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet bisher. Warum haust du ab? Doofes Blitzdingens. Oh, es könnte sein, dass die hier die Wirbelwinde schmeißen, dass keine Pfeilen sind. Wer weiß. Oh, dafür haben wir einen Schlüssel noch über. Vergiss Klick. dich. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Das scheint jetzt wieder eine Baracke zu sein. Bittere nicht vor mir. Mit Feigling habe ich kein Mitleid. Vielleicht ist hier ja schon wieder so eine Druckplatte und einen Stein, den man schieben kann. Wir haben ganz schön viele Baracken hier. Aber gut. Kiste öffnen. Ein Breitschwert brauchen wir nicht. Ein Armbrustbolzen brauchen wir nicht. Noch ein Armbrustbolzen brauchen wir nicht. Noch einer. Ja, schön. Und alle. Zittere nicht vor mir. Ohne Mit Feiglingen Blockfigur, habe das ich ist kein sehr Mitleid. schön. Wesentlich besser als drei Armbrustbolzen und ein popeliges Breitschwert. Wo kommst denn du her? Und ja, wir sollten auch langsam mal heilen. Denn sie machen zwar nicht viel Schaden, aber wir sind ja durchgehend am Töten und Zerstückeln und was weiß ich. Da achte ich irgendwie nicht so auf die Lebenspunkte, weil die Gegner halt so einfach sind. So, Schild wieder in die Hand und weitersuchen. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Was soll das eigentlich darstellen? Sieht ein bisschen aus wie ein Baum. Aber ich glaube, das da ist die Unheilsschlacke. Mal schauen, wie sie später aussieht. Fleischsymbol, nichts Wichtiges sonst. Säulenfigur, ja, ganz nett. Aber das Wichtigste für mich hier in dem Raum war einfach nur der Granitblock. Denn die herz ich wirklich. Ich habe viel zu viel davon verschwendet, weil ich nicht genug Steine auflegen wollte auf irgendwelche Platten. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Aber langsam schaut es gut aus. Haben wir da zwei auf Vorrat, so soll das sein. So, welcher Teleporter bist du jetzt? Wir haben schon Z und Y, das sind die Ausgänge. Das heißt, du bist jetzt A. A bringt uns zum Ausgang. A, Ausgang 1. Und hier brauchten wir Schlüssel, die wir nicht haben. Was Passt komisch nicht. ist. Das muss der falsche Schlüssel sein. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach nochmal in dieselbe Richtung. Eigentlich müssten wir sogar nochmal in genau die gleiche Richtung gehen, um zu gucken, wo der zweite Ausgang ist. Aber unterwegs können wir noch ein bisschen erforschen. Und zwar können wir mal hier. Was ist das dann? Monster? Okay. Die Tür ging bestimmt durch die Druckplatte auf. Ne, das haben wir getestet. Na gut, wir können mal da reingucken. Und ich glaube, dieses im Hintergrund sind doch die Brotenmonster. Wieder zwei Druckplatten. Oh. Au. Es ist schön, wenn man nicht weiß, ob man Schaden durch Gegner bekommt oder weil man plötzlich komisch in Stacheln drin steht. So, da flackert eine Wand. Wo sind wir überhaupt? Oh, so viel dazu, dass die Karte immer pink ist. Hier ist sie schon mal schwarz. Oder gräulich. Und da waren wieder Teleporter, die nicht eingezeichnet sind. Und hier ist noch ein Raum, wo man runterfallen kann.
Ja, stimmt, wir waren oben schon mal bei einer Fallgrube, wo wir rüber getänzelt sind. Das heißt, die führen alle hier unten hin, halt in verschiedene Räume. Und hier ist eine Sackgasse? Okay, da wird es wohl irgendwo flackern. Also außer da. Wir sind jetzt gefangen, oder wie? Scheinbar. Ah, nee, da geht's weiter. Ich dachte schon. Okay, ein skurriler Schalter, der irgendwas gemacht hat. Anscheinend geht es unten doch weiter. Hinterfragen wir jetzt mal nicht. Folterkammern und ihre Geheimgänge. So, jetzt haben wir die beiden Räume schon miteinander verbunden. Das heißt, falls wir nochmal irgendwo runterpurzeln, können wir hier gleich schnell wieder raus. Und was machst du? Du löst eine Falle aus. Danke. Aber so ist es auch ganz cool. Weil ich bin so jemand, der aus Prinzip eigentlich jeden Knopf einfach schon mal drückt. Und manche Knöpfe sind hier einfach nur Fallen. Die bringen gar nichts. Das finde ich schon ganz cool. Denn, sonst läuft man einfach nur durch den Dungeon durch und drückt aus Reflex jeden Knopf und macht dann quasi alles richtig. Und so sollte das hier nicht sein. Man muss schon ein bisschen nachdenken. So, nochmal heilen. Besonders auf der Karte. Nur kleine Nischen. Damit man wahrscheinlich den Blitzen ausweichen kann, aber die halten einfach genug aus. Oh. So. Dich kriegen wir auch noch. Ah, wir halten richtig viel aus, fällt mir gerade mal so auf. Wir haben gerade zwei Gegner gleichzeitig bekämpft und fast keinen Schaden bekommen. Ja, doch. Dafür, dass wir nicht bei jedem permanenten Trank so oft geladen haben, bis wir voll sind, haben wir einen ganz guten Charakter bisher. Und so muss es auch eigentlich sein. Es kann nicht sein, dass ein Spiel zufällige Lebenspunkte beim Levelanstieg vergibt und denn so schwer ist, dass man die maximalen Lebenspunkte braucht. Das wäre komisch. Nochmal heilen. Aber da scheint wieder so ein rotes Ding zu sein, das diese Tornado schmeißt. Geronimo. Tonk. Oh. So ein anderer Dreher. Also ein Teleport-Dreher war da gerade. Hat man ganz gut gesehen, weil der Gegner plötzlich weg war. Genau. Also Osten. 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 Osten, Osten, Osten. Osten, 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 Osten. Norden, Norden. Und okay, ich glaube, hier kommen keine Dreher mehr. Okay, hier war gerade ein Stein, oder? Oh, da ist der Stein. Gut, gucken wir erst in die andere Richtung. Oh, obwohl, warte mal. Da sind noch solche. Das ist jetzt ein Teleporter. Na gut, wir gucken erstmal hier zu dem roten Kerl. Wohin genommen. Hoffentlich schön schnell, denn ich will nicht an dem sterben. So. So, das muss reichen. Ich verschwende momentan ganz schön viele Heiltränke. Wir wissen ja nicht, wie schwer die Kämpfe später noch werden. Dann sollte ich damit aufhören. Einfach ein bisschen mehr auf die Lebenspunktbalken achten. Das dürfte eigentlich auch reichen. So, also der Stein läuft jetzt hier immer hin und her, geht in den Teleporter rein. Anscheinend führt der Teleporter hier irgendwo zurück. Sonst wäre der Stein inzwischen schon weg.
Oder Teleporter führt irgendwo anders hin, dann zu einem anderen Teleporter und der Stein läuft da immer lang. Und wir könnten das noch da erforschen. Also ja, wir sollten auf jeden Fall mal reingucken später. Okay. Eine Druckplatte, die wir nicht sehen können. Die wir auch nicht auslösen können, außer mit unserem Körper. Aber das scheinen immer nur die Ende zu sein. Also als kleine Überraschung. Aber für uns ist das nicht wirklich eine Überraschung, sondern einfach nur 5 Sekunden aufhalten. Ah, 5 Sekunden kommt sogar ganz gut hin. So, Stacheln und kein Weg weiter. Okay. Immer noch kein Weg weiter, dann schauen wir uns mal den Teleporter an. Also, Stein muss zuerst vorbei. Der Stein ist im Teleporter und taucht direkt hier wieder auf. Gut, dann gehen wir mal hinterher. Oh, da war eine Flimmerwand. Hier. Noch ein Teleporter. Du bist dann mal B. Und im neuen Bereich. Schöne Sache. B, Ausgang 1. Und hier wäre der Stein wohl durchgerollt, wenn wir den Teleporter nicht aktiviert hätten. Was jetzt aber auch nicht so berauschend ist, denn hier ist nichts. Nur eine weitere Fallgrube wahrscheinlich von oben. Boah, gut. Dann gehen wir jetzt mal in C rein. Und gehen wieder zurück und gehen nochmal in B rein. Autsch, da. Nee, B führt immer dahin. Was ist mit C? C führt scheinbar einmal dahin. Rückwärts rein. Und einmal hierhin. C, Ausgang 2. Wie kommen wir denn in das Gebiet da rein? Müssen wir wohl mit den Schaltern hier ein bisschen rumexperimentieren. Was machst du? Du machst die Tür hier zu. Das hilft uns nicht wirklich, außer dass wir den Stein ausblockieren könnten. Was machst du? Du machst den Teleporter aus. Ja, das hilft uns doch schon. Okay. Die Wand hätte mir eigentlich schon vorher auffallen müssen. Flackert hier noch irgendwo was? Verstehe ich jetzt aber nicht. Wir können hier einen Teleporter aktivieren und können hier frei rumgehen. Und der Teleporter bringt uns einfach nur in den Raum. Aber in dem Raum ist nichts. Na gut, wenn man vielleicht oben hier runterfällt, dann macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Aber für uns ist es gerade total sinnlos. Also gehen wir einfach weg hier. Werden nicht von einem Stein platt gerollt, wenn es irgend geht. Na komm. Und da geht's durch, gut. Und wir gehen einfach jetzt nach oben zur Treppe und gehen dann da weiter. Ach, nicht weiter drehen. Also, Westen und nach oben. So, und wir kommen ganz woanders raus. Das ist eine positive Wendung. Was haben wir hier? Nur ein Podest. Ah, okay, es ist nur eine... Es ist kein wirklich neuer Bereich, sondern wir haben nur überall Hebel. Ich hätte eben gerade noch einen dritten Hebel gesehen. Also nochmal, du machst da die Wand auf. Ah, da ist der dritte Hebel. Und was hat jetzt der dritte Hebel gemacht? Ah, jetzt geht's hier weiter.
und wir haben wieder unseren Zugang zum Hauptdungeon. Schöne Sache. Dann speichern wir nochmal ab. Da, LP 73, aha, und wir sehen uns gleich wieder.